Weil jede Transformation in der Gesellschaft Pioniere braucht, geht es ohne das nicht. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, Dinge anders zu machen. Menschen, die bereit sind, Pfade zu trampeln, die hinterher Weg für alle werden. Deswegen ist so unfasslich wichtig, dass es Bäuerinnen und Bauern gibt, die die Dinge anders zu machen begonnen haben. Nein, es wird Zeit, dass wir alle das tun, was notwendig ist, dass wir Pioniere werden und dass wir unseren Kindern Antworten geben auf die Frage, die sie uns stellen werden. Was habt ihr eigentlich gemacht? Ich finde, anhand den solidarischen Landwirtschaften, die es ja auch jetzt schon immer mehr gibt, kann man sehen, dass erstens mal man als Bauer auch wieder als Mensch gesehen wird und Menschen sich für das interessieren, was man tut. Guckt, was heute los ist. Wo gibt es denn Bio? In jedem Billigst-Discounter gibt es Bio. Das ist zwar nicht das, von dem wir hier reden, das ist nicht das, was wir haben wollen. Es ist nicht aus der Region, aber es ist Bio. Und das heißt, die Leute kaufen das. Und so ist das mit den Solavis auch. Die Landwirte werden sehr viel mehr in Zukunft vermarkten, direkt vermarkten über diese Sachen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass alles, was jetzt hier in den Städten, in den Märkten liegt, ganz oft ganz woanders herkommt. Aber unsere Saisongärtner haben es sich ertrotzt. Und das mag so der Beginn von Solavi sein bei uns. Sie haben gesagt, wir gehen immer an eurem Schweinestall vorbei, wir gucken die Schweine an und wir wollen, wenn wir denn dann Fleisch essen, zu unserem Gemüse gerne auch von euch Fleisch haben. Und dann haben wir für uns das so geregelt, dass der Metzger, der unsere Tiere schlachtet, einmal im Monat ein Schwein mehr schlachtet und das bestellen dann unsere Gärtner und andere Leute aus unserer nächsten Umgebung. Da, wo die größte Werbung gemacht wird, wo sie lesen, dass alles gut ist und dass wir regional haben, da sollten sie gar nicht hingehen, weil da ist garantiert nichts Regionales. Oder auch die Region ist dann halt, wenn sie in Frankfurt einkaufen, dann geht die Region bis an die Ostsee oder nach Meckpomm oder wo auch immer hin. Also das sind die Großen. Bei den Kleinen sollten sie im Grunde einkaufen, aber selbst bei einzelnen Bioläden ist das Problem, sie würden zwar gerne regional haben, aber das wiederum kennen die Verbraucher nicht. Also kaufe ich doch das Fleisch, was ich im Biobereich immer kaufe, das ist nun wiederum nicht aus der Region. Das heißt, wir müssen uns sehr viel mehr anstrengen und das müssen alle Gliederungen. Also das ist der Bauer muss sich genauso anstrengen wie der Handel. Und vor allen Dingen auch der Großhandel, der Bio-Großhandel hat eine ganze Menge zu tun, tut das aber nicht richtig. Wie können wir diese Brücke ein bisschen kürzer möglicherweise gestalten, dass nicht das, was Sie produzieren, vielleicht in Schleswig-Holstein landet und im Supermarkt bei mir um die Ecke landen die Bio-Produkte aus Schleswig-Holstein? Da muss man sich schon ein bisschen mühen und da ein bisschen Fantasie entfalten und so. Also wenn man nur darauf besteht, auf den großen Haufen zu produzieren, dann kriegt man halt nur den Preis, den man auf den großen Haufen bekommt. Ist halt so. Aber das muss in der ganzen Kette funktionieren. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil da passiert ziemlich viel. Da müssen wir als Verbraucher aber was tun. Das können die Bauern nicht. Da brauchen die unsere Hilfe. Deswegen müssen wir permanent ihre Produkte auch kaufen. Wir müssen da in Massen hingehen. Die müssen ausverkauft sein. Dass der nächste Bauer auch sagt, Mensch, das ist doch was. Die Biobauern kommen auf die Idee und bauen was Neues an. Beispielsweise Heilkräuter. Das habe ich vor kurzem bei Ihnen gehört. Oder Bio-Soja, wo auch Tofu draus gemacht wird. Zwischendurch war da so eine Stimmung, haben Sie vielleicht auch mal gehört, regional ist das neue Bio. Mir hat ein französischer Kollege mal gesagt, regional, da weiß ich wenigstens, wo das Gift herkommt. Also wenn das Sinn machen soll, dann muss auch die Produktion so sein, dass all die Nebeneffekte, über die ich Ihnen gerade berichtet habe, bis hin zu Ihrer Gesundheit eben nicht eintreten. Deswegen kann es nur heißen regional und bio. Was bringen Sie denn den Kindern bei, die vorbeikommen und den Erwachsenen bei Ihnen auf dem Hof? Wie erläutern Sie das, warum das so wichtig ist? Die Leute kommen zu Pferd, mit dem Fahrrad, mit vielen Kindern zu uns gelaufen, weil sie damit auch die Kinder zum Laufen wieder bewegen. Also 800 Meter den Berg hoch, das geht. Und mein Antrieb ist, dass es wieder zu mehr Vielfalt kommt, dass es Freude macht, in die Landschaft zu gehen. Also es geht eigentlich nicht immer nur um mehr Ernährung, sondern es geht auch um eine seelische Ernährung. Also für mich
Ja, also da überwiegen auch viele andere Dinge, nicht nur eben das Essen an sich, sondern also das, was man produziert, sondern auch das, was man erschafft auf so einem Hof mit der eigenen Hände Arbeit. In 60% der Fälle sind ja keine Eier da, weil wir ja einen Großteil über dieses Abo-System vermarkten und ja, und mittlerweile haben wir kaum noch Eier in unserer Hütte, wo sich die Leute eigentlich 24 Stunden selbst bedienen können. Und wenn man dann als Landwirtin oder Landwirt in der Nähe ist, warum ist das denn so? Warum haben sie keine Eier? Warum legen die Hühner überhaupt an Ostern nicht viel mehr Eier? Also diese Zusammenhänge muss man sich schon auch mal klar machen, dass landwirtschaftliche Produkte saisonal produziert werden. Wenn man Pestizide ausbringt mit einer Spritze, dass die zwar sehr punktgenau dorthin kommen, wo sie hin sollen, das kann moderne Spritzentechnik, aber sie können es nicht vermeiden, dass es auch ein bisschen Abdrift gibt. Wir spüren das sehr, weil wir, es ist gerade gesagt worden, Kräuter anbauen. Unsere Kräuter, so, viele davon haben ätherische Öle, wie zum Beispiel Pfefferminze. Ätherische Öle fangen alles auf, was in der Luft unterwegs ist und fettlöslich ist. Und das sind diese Pestizide, deswegen finden wir die überall. Jetzt gibt es so Scherzkekse, die sagen ja dann, dann kann das ja nicht Bio sein. Bio ist ja nur, wenn nichts drin ist. Was sie damit ja fordern würden, ist, dass wir dann besser auch kein Bio machen, wenn wir es schon nicht hinkriegen, dass wir ganz frei werden. Was die Leute aber nicht verstehen, ist, dass was bei uns in der Pfefferminze landet, bei ihnen in der Lunge ist. Verstehen Sie? Sie gehen doch da spazieren. Ja? Deswegen, also wenn ich darüber nachdenke, warum ich gerade bei mir in der Region dafür sorgen sollte, dass Bauern leben können, ohne solche Produkte ausbringen zu müssen, dann ist das ein gutes egoistisches Motiv. Es gibt eine ganze Menge Politiker, die von hier bis da gucken können und keinen Zentimeter weiter. Und denen müssen wir den Horizont eröffnen. Das ist ganz wichtig, weil die sind ja mitverantwortlich für das, was hier die ganze Zeit passiert. Und wir sind hier so knapp 70 Leute. Und wenn wir alle 5 Leute ansprechen und überzeugen, dann sind wir schon 350. Und wenn die wieder 5 und so weiter und so weiter. So werden wir was erreichen und so wird das auch funktionieren. Und deswegen geht nicht mehr zum Discounter einkaufen, sondern in Bioladen, auf den Bauernmarkt oder aber zu den Höfen vor Ort. Danke. Den Videocast mit Dr. Felix Prinz zu Löwenstein können Sie auf unserem YouTube-Kanal gerne anhören.